Hallo und willkommen zurück hier bei mir im Garten. Es ist Ende September, man könnte meinen, die Saison ist vorbei. Dem ist aber nicht so. Wir pflanzen Spinat, Radieschen und Zuckerschoten in diesem Video. Viel Spaß! Wir brauchen heute also nochmal zwei neue Beete. Einmal für den Spinat, einmal für die Radieschen. Ich nehme da immer diese Palettenumrandungen. Also die werden normalerweise auf so Paletten drauf gesteckt, damit das Zeug nicht runterfällt. Und die eignen sich da ideal für. Die haben eine super Höhe, leicht aufzustellen. Und die kann man aufeinander stapeln. Sprich, wenn man zum Beispiel jetzt Kartoffeln oder Karotten, wo ein bisschen höheres Erdreich benötigen, pflanzen möchte, dann stapelt man einfach zwei aufeinander und hat quasi ein Hochbeet. Ja. Einmal abmessen, damit der Rasenmäher auch durchpasst. Das dann aussehen, wenn man die aufeinander stapelt. Das brauchen wir aber nicht. Deswegen setze ich das daneben. Aber wie gesagt, man könnte das noch höher machen, so hoch man möchte. Und dadurch, dass die diese Metallbeschläge hier haben, kann man die auch schön in den Boden reinstechen und da verrutscht nichts mehr. So klappt das nicht. Gut. So, auch hier kommt wieder Pappkarton auf das Gras. Warum ich das mache, das habe ich in meinem ersten Video schon mal erklärt. Das verlinke ich euch irgendwo hier oben, sobald ich rausgefunden habe, wie das funktioniert. Anwässern müssen wir das Ganze diesmal nicht. Es hat heute Nacht geregnet und der Boden ist feucht genug. Wir können also direkt unsere Erde einfüllen. Der letzte sagt, das war jetzt Kompost. Den vermische ich da jetzt noch ein bisschen mit, damit wir ein bisschen mehr Nährstoffe haben in der Erde. Das davor war Universalerde. Ist aber ganz schön verklumpt. Also hier kommen dann die Radieschen später rein. Radieschen bevorzugen sonnige Plätze bzw. Halbschatten geht auch, je nach Jahreszeit und Temperaturen. Der Boden sollte locker sein, nährstoffreich, deswegen auch der Kompost. So, ich kleiner Dummkopf habe jetzt natürlich nicht genug Erde besorgt. Hat es leider nur für das Beet gereicht. Das macht aber nichts, dann sehen wir den Spinat eben morgen aus. Und hier kommen jetzt die Radieschen rein. Radieschen wachsen sehr schnell, wie gesagt. Im Hochsommer brauchen die 4 Wochen vielleicht. Im Herbst oder im Frühling dauert es ein bisschen länger. Diese hier sollen angeblich in 18 Tagen ausreifen. Glaube ich nicht so ganz, aber probieren wir das mal. Das hier ist jetzt ein Saatband. Ich liebe die Dinger, weil die vereinfachen das Ganze so sehr. Der Abstand stimmt schon und wir müssen das eigentlich nur noch auflegen, vielleicht mit Erde bedecken, anwässern und das war es im Grunde genommen. So, wer kein Saatband hat, sondern nur die Samen,
Der Abstand sollte ungefähr 2 bis 3 cm sein zwischen den einzelnen Radieschen. Man muss das Ganze aber nicht so genau nehmen. Man kann das hinterher immer noch vereinzeln bzw. pikieren. Radieschen kann man auch übrigens wunderbar auf dem Balkon anpflanzen, in einem Blumenkasten zum Beispiel. Die wachsen überall. So, ich mache mir jetzt hier einfach eine kleine Linie. Halber bis 1 cm tief sollten die Samen sitzen. Ich roll mir hier mein Band aus. Länge ungefähr. So. Und leg das einfach in meine Rille hier. Zwischen den Reihen würde ich ungefähr 6 cm Platz lassen. Und noch eine Linie. Saatband rein. Und jetzt nur ganz leicht Erde drüber. So, ich könnte das Beet jetzt natürlich voll machen. Ich habe noch genug übrig. Ich will aber nicht, dass die alle gleichzeitig reif sind. Das sind ca. 200 Samen und ich kann keine 200 Radieschen auf einmal essen. Deswegen mache ich nur diese 2 jetzt und in 3-4 Tagen setze ich nochmal 2 Bänder. 3-4 Tage später nochmal 2 Bänder. Dann habe ich eine versetzte Ernte und habe quasi längere Zeit Radieschen. Das Ganze müssen wir jetzt noch einmal anwässern. Schaut nicht nach Regen aus, also muss ich die Gießkanne holen. Und während der Keimung sollte die Erde immer schön gleichmäßig feucht bleiben. Sprich, wenn es jetzt relativ trocken draußen ist, müsst ihr wirklich jeden Tag gießen, damit die Erde immer schön feucht bleibt. Und dann steht der erfolgreichen Ernte nichts im Wege. So, für den Spinat, das Beet kann ich leider erst morgen befüllen. Heute ist nämlich Sonntag und ich habe keine Erde. Egal. Hier arbeite ich wieder ein bisschen. Kompost ein. So, das Beet ist vorbereitet. Den Spinat, den streue ich jetzt einfach nur grob ein. Ein paar Wochen später, wenn die Pflanzen etwa so groß sind, werde ich einzelne rauspicken, sodass der Rest Platz hat zum Wachsen. Die rausgepickten kann ich essen, das ist dann der Babyleaf-Spinat. Und der Rest sollte dann so im Februar bis März hoffentlich fertig sein und kann dann geerntet werden in voller Größe. Jetzt habe ich im Baumarkt, als ich die Erde gekauft habe, noch Zuckerschoten entdeckt. Da dachte ich mir, ich lasse hier bei den Beeten ein kleines Stück am Rand Platz und pflanze da ein paar Zuckerschoten ein. Die sind sehr lecker, die sind sehr frostresistent. Ja, mal schauen, ob das was wird. Thank you.
So, die Zuckerschoten sollen hier hinkommen. Dort ist Süden, das heißt, die Sonne kommt von hier. Würde ich sie auf die andere Seite setzen, würden sie quasi dem Spinat die Sonne rauben. Das wollen wir aber nicht. Deswegen lasse ich hier ein bisschen Platz und streue den jetzt wirklich schön grob hier aus. Das Ganze muss jetzt nochmal mit Erde bedeckt werden. Die Samen sollten ca. 1 cm tief in der Erde stecken. Also bringen wir 1 cm Erde auf. Drücken das Ganze nochmal ein bisschen an. Und jetzt kommen die Erbsen. Zuckerschoten meine ich natürlich. Bevor ich die Zuckerschoten einpflanze, baue ich denen noch eine kleine Rankhilfe. Und zwar mit einem Ast von diesem Baum. Der muss sowieso in einem Monat komplett kahl rasiert werden. Das ist bei diesen Bäumen so. Das macht ihm also rein gar nichts aus. Junger Mann, die brauche ich noch. Bitte nicht zerbeißen. Nein. Dankeschön. Ja. Okay, die Stöcke stecke ich jetzt einfach in so einem Kreuz hier in die Erde. Sie stabil stehen. Dann kommt hier noch eine Querstrebe drüber. So rum. Die verknote ich hier jetzt. Das ist eine Kunststoffschnur, ich weiß. Ich hatte leider nichts anderes. Kunststoff ist aber generell nichts Schlechtes, auch wenn das immer so suggeriert wird. Denn solange man den fachgerecht entsorgt, besteht da keinerlei Problem mit. Meiner Meinung nach. Ich nehme auch lieber Schnüre aus, na, wie heißt das? Diese Naturschnüre da halt. Ich habe aber leider keine da. Das tut mir sehr leid. Schaut wackelig aus, sollte aber heben. So schauen die Kameraden aus. Und die werde ich jetzt in einem Abstand von ca. 3 cm in zwei Reihen aussehen hier. Schön die Ränder mitnutzen. Ich habe zusätzlich zu diesen noch ein paar separat in einem Anzuchtgefäß eingepflanzt, für den Fall, dass hier einige nicht aufgehen oder die Vögel sie rauspicken, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe in dieser Packung gefühlt noch 1000 Körner oder Erbsen. Die reichen, glaube ich, bis an mein Lebensende, wenn die vorher nicht schlecht werden. Müssen also nicht geizen.
So schaut das dann von oben aus. Und die drücke ich jetzt einfach mit dem Finger 3 bis 4 cm tief in die Erde. So, bis zu meinem Knöchel ungefähr. Nochmal ein bisschen Erde drüber. Und wie immer anpressen. Nur ganz leicht. Sehr gut. Es schaut zwar jetzt nach Regen aus, ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich regnen wird. Deswegen gieße ich das Ganze jetzt noch an. Die Erde war sowieso relativ trocken, also ein bisschen extra Wasser schadet das sowieso nicht. So, die Zuckerschoten und der Spinat, die brauchen jetzt circa eine Woche, zwischen 1 und 2 Wochen, sage ich mal, bis sie aufkeimen. Ganz anders schaut es aber bei den Radieschen aus, denn die hatten ja einen kleinen Vorsprung von 2 Tagen. So, bei den Radieschen sind schon 2 rausgekommen. 1, ah ne, das sind sogar mehr. 2, 3. Und da kommt der 4. Toll. Zwischendrin mal kurz ein kleines Update vom Pflücksalat. Den habe ich vor 10 Tagen ausgesät. Und der ist schon kräftig am Wachsen. Dann noch ein kleines Update zum Knoblauch. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das dauert noch ein bisschen. Die Radieschen sind mittlerweile 4 Tage alt und sind so gut wie alle aufgekeimt. Herrlich. So, wenn ihr nicht verpassen möchtet, wie es weitergeht mit den Radieschen und Co., dann lasst gerne ein Abo da. Ihr dürft das Video auch gerne bewerten. Hoch oder runter, ist mir egal. Bei runter bitte dazu schreiben, was ich verbessern könnte, damit ich auch ein bisschen daraus lernen kann. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ciao.